Sandrin fehlt, Andreas Helfenbein. Und dann ist außerhalb auf jeden Fall noch Amorello. Und dann sehen wir Weltwunder draußen. Ja, diese Farben natürlich in Form. Gestern Düsseldorf, die Zweierwette zum Beispiel. Die Farben von Lucien van der Meulen haben wirklich im Moment aktuell einiges zu bieten. Und Weltwunder wird ja auch stark gewettet. Steht jetzt bei 26 als Favorit der Wallach. War ja zuletzt hinter Silvery Moon, dem Schecken, und hinter Ramona Beat auf Platz 3 im Weidenpescher Park in einem Ausgleich 4. Kommt jetzt heran, Weltwunder. Geht hinein, alle drin und Start. Wird erfolgen, jetzt der Start. Preis des Projekts, Wohnen an der Rennbahn, Ausgleich 4 über 2000 Meter. Die Pferde sind im Tribünenbogen, Sandrin an der Spitze gleich mit Weltwunder setzen sich hier in Front. Die beiden haben den Vorteil. Leonarda kommt dahinter vorwärts, übernimmt jetzt die dritte Position. Vierter aktuell Opera Rock von Essaya. Dahinter ist Amorello, der Letzte. So geht's durch die Gegenseite und vorne geht Weltwunder an der Spitze bei recht freier Fahrt mit zwei Längen vor Sandrin. Leonarda mit Lili Marie Engels dahinter sucht den Anschluss an das vordere Pärchen. Kommt auch besser und etwas näher jetzt heran. Dann sieht man Opera Rock. Nessaya wartet noch mit Fale Buckhannem im Sattel in fünfter Position. Dahinter Amorello mit Stephen Helene außen. Es geht hinauf in den Schlussbogen. Weltwunder diktiert weiter das Tempo, das Geschehen. Dahinter kommt Lili Marie jetzt. Die junge Dame. Lili Marie Engels mit Leonarda auf den zweiten Platz, geht dann Sandrin vorbei. Opera Rock hat Anschluss, Nessaya dabei und außen Amorello. Das fällt im Schlussbogen, Weltwunder deutlich vor der Konkurrenz, jetzt mit vier Längen Vorteil vor Leonarda. Dahinter Opera Rock jetzt in dritter Position zu sehen. Sandrine fällt hier ganz aus der Partie. Die Pferde nähern sich jetzt der Zielgeraden, die wird angesteuert. Weltwunder ist vorne mit Opera Rock und innen Leonarda. Das sind die Ersten, dann ist Nessaya innen dran und außen wird Amorello jetzt in die Entscheidung geworfen. Aber Weltwunder ist vorne, Leonarda wird stärker innen, Nessaya ist auf dem Vormarsch, außen bietet sich Amorello an, Opera Rock bleibt dabei, Weltwunder wird kürzer. Jetzt kommen die Gegner, jetzt kommen sie, Leonarda, Nessaya, außen Amorello, das sind alles drei, die angreifen und die werden gefährlich. Und Amorello außen mit Stephen Helene, mit Weltwunder jetzt im Kampf, dahinter Nessaya innen, eingesetzt von Fally Buckhannem, aber außen spielt die Musik, außen spielt die Musik. Amorello Weltwunder, Amorello streckt sich. Amorello für den Stall von Vera Henken-Johann gewinnt. Amorello für den Stall Stand-Up gewinnt vor Weltwunder. Nessaya ist dann Dritte, dann Opera Rock und weit zurück die anderen im Ziel. Der vorläufige Richterschwur aus dem siebten Rennen Dortmund. Sieger ist die 3 Amorello, zweites fährt die 1 Weltwunder, dritte die 2 Nessaya und auf dem vierten Platz die 7 Opera Rock. Vorläufig 3, 1, 2 und 7.